Wie bitte? Baldur's Gate 3, hat er das nicht vor einem Jahr zuletzt gespielt, dieser verrückte Kerl? Ja, wir sind zurück in Baldur's Gate. Warum? Weil ich einfach Bock drauf habe. All die Zeit habe ich mir gedacht, hey, das kann es doch nicht gewesen sein zwischen Baldur's Gate 3 und mir. So ein tolles Spiel. Wir haben einfach mal uns jetzt überlegt, wir gucken noch mal rein. Wenn ihr wissen wollt, was ist ja eigentlich alles passiert, empfehle ich euch die 24 Folgen Baldur's Gate auf meinem YouTube-Kanal. Ich muss tatsächlich selber erstmal wieder reinkommen. In dieser Folge müsst ihr mir ganz viele Dinge verzeihen, weil ich super viel vergessen habe. Aber ich habe nie vergessen, wie sehr ich dieses Spiel mag. Und deswegen machen wir ein bisschen weiter. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, wir haben eine Crew. Das war überhaupt nicht meine Idee. Wir haben eine Crew. Die besteht derzeit aus Heidi Kabel, das ist unser Hauptcharakter, aus Schattenherz, aus Karlach und Astarion. Außerdem haben wir im Lager noch diverse andere Charaktere. Die laufen hier so rum. Also zum Beispiel... Oh, er ist hier gerade. Nee, Schatten... Ja, can't give up now. Wen haben wir denn noch? Ihn hier? Das ist Gale, der wilde Zauberer. Den haben wir gerade nicht mitgenommen. Und wir haben Will, den haben wir noch nie dabei gehabt, fällt mir gerade ein. Und Halsin, den haben wir auch noch nie dabei gehabt. Der Verdorrte ist so ein NPC, der steht hier immer rum. Dann haben wir noch Lizelle. Lizelle haben wir schon häufiger dabei gehabt, die ist auch echt cool. Lizelle ist eine Nahkämpferin und Karlach auch. Aber wir haben jetzt gerade Karlach dabei. Kann man machen, wie man will. So, wir haben diverse Quests noch offen. Wir sind quasi direkt vor Akt 2. Also wir können jetzt jederzeit in Akt 2, weil wir eigentlich alles gemacht haben, um dort durchzukommen. Also entweder das durchs Unterreich. Da haben wir jetzt, glaube ich, diesen Zugang schon freigekämpft. Oder wir können auch über den Gebirgspass gehen. Ich wollte aber erstmal noch diese ganzen Nebenquests auch machen. Warum sollte ich die denn liegen lassen? Das sind ja teilweise private Quests oder eben auch Quests für die Begleiter. Die sind ja auch immer sehr wichtig. Wir können ja auch den Chat mal fragen. Der Chat sieht ja diese Quests hier. Und der Chat kann gerne jetzt mal Wünsche äußern, welche dieser Quests, die ihr hier gerade seht, wir machen wollen. Die sind natürlich alle ab hier abgeschlossen. Also hier geht es eigentlich los. Teufelsherz. Das ist für Karlach. Genau, das ist hier alles mit... Das ist die Karlach-Quest. Das ist die Schattenherz-Quest. Die Auserwählte von Schar. Klingen der Grenzen. Das ist... Okay, das ist die Will-Quest. Dann haben wir... Die hier noch, Reise mit Astarion weiter, Reise zum Gebirgspass, das wird diese Gifianki-Geschichte mit Lizelle. Was haben wir denn hier? Die Spur verliert sich im Unterreich, wo ist das Nachtlied? Wir sind ja gerade im Unterreich, oder? Dann haben wir, was haben wir hier? Unterreich, alles Unterreich. Hier, das können wir noch, töte die Dürgar am See, können wir uns nicht anzeigen lassen. Unterreich. Erstmal alles im Unterreich abschließen, ne? Finde ich sinnvoll. Wir sind ja, glaube ich, auch gerade. Okay, pass auf. Dann können wir doch jetzt, ich glaube, wir haben hier alles gemacht, direkt weiter aufbrechen, oder? Dann müssten wir jetzt einmal, glaube ich, einmal schlafen. Dann sind die wieder alle gesundet und dann können wir weitermachen. Wir werden sehen. Ich mache jetzt erstmal das hier. Wie war denn das nochmal? Lange Rast. Genau. Lange Rast. Das ist Mist. Das ist voll blöd. Ah, jetzt muss ich das manuell machen. Hä? Was? Ja, nee. Kann ich... Nee, das ist doch Quatsch. Nee. So. Schade, dass man das... So, jetzt bin ich aber 40 von 40. Lange Rast. Welche Klasse spielst du, werde ich hier gerade gefragt. Zeige ich dir gleich noch.
So, jetzt mal gucken, ob heute Nacht irgendwas passiert. Nee, gar nichts. So, alle sind fit. Nein, ich drücke immer aus Versehen da drauf. Das wollte ich ja gar nicht. Wir spielen hier einen menschlichen Hexenmeister. Das ist Heidi Kabel. Und sie hat hier den Mumen stecken. Ist doch gut. So, dann. Lager verlassen jetzt oder was, ne? Lager verlassen. Erstmal wieder reinkommen hier. So. Okay, das ist der uralte Siegelkreis. Den haben wir ja offensichtlich berührt. Das haben wir wohl schon gemacht. Achso, das ist einfach nur ein Schnellreiseding. So war das. Also, lass uns mal gucken. Hier war diese Adamant-Schmiede. Das haben wir in Folge 24 gemacht. Da haben wir diese Rüstung geschmiedet. Das ist gut. Hier sind wir. Diddle, 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 diddle. Ah, hier, das ist die Quest. Besiege die am See. Da kommen wir da. Erreiche den Gebirgspass, wollen wir nicht machen. Hier ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was offen. Oder bin mir gerade nicht sicher. Das ist hier die Ebene, die wir bereisen. Kann auch sein, dass hier Sens ist. Ich weiß nicht, ob man hier reinkommt, in diesen schwarzen Bereich. Ansonsten, hier waren wir überall. Dann lass uns doch einfach mal dahin gehen, wo die Quest hier auf uns wartet. Gehen wir ein bisschen nach Norden und dann hier an den Steg. Schauen wir mal. Also nach diese Richtung, nach Norden. Oh, ey, wie geil, Baldur's Gate. Ich muss erstmal wirklich reinkommen, ne? Ihr müsst mir vieles verzeihen hier heute. So, und jetzt, genau, da muss ich zurückfahren mit. Tja, wieso kann ich das eigentlich nicht klauen? Also, ich meine, warum das rot ist. Ich kann es einfach öffnen, aber... Ist eh leer wahrscheinlich. Oh, hier ist noch ganz viel Shit. Das habe ich alles nicht geöffnet. Wie kommen wir denn hier hin? Wieso habe ich das nicht geöffnet? Da müssen wir doch easy hinkommen, warte mal. So, Ilse läuft da hin. Ja, die sind alle nicht geöffnet, warum? Ja, guck mal hier. Das ist so Gold drin. Wieso habe ich die denn nicht geöffnet, die Sachen? Das sieht mir aber nicht ähnlich. Wieso habe ich den hier Loot liegen lassen? Das ist doch gar nicht... Seid ihr sicher, dass das mein Spielstand ist? Ich lasse doch nicht Loot liegen. Ich bin doch kein Loot-Liegenlasser. Hast du die nicht schon erlegt, wenn du schon in der Schmiede bist? Verfaulter Fisch. Was alles kriegen wir Geld für? Very kind of you. But I'm saving my best bottle for someone already. Sie meint übrigens mich damit, ne? Nee, ich muss auch nicht jeden Scheiß mitnehmen. Hier könnten wir schlafen. Nee, egal. War jetzt nicht so toll. Ach, guck mal, hier waren wir auch schon. Da haben wir jemanden getötet. Okay, dann gehen wir jetzt zurück zum Schiff. So.
Ey, wie die auch so miteinander reden die ganze Zeit. Das ist so eine richtig tolle Gruppe. Und übrigens, Heidi Kabel hat diesen ganz tollen roten Umhang. Der ist richtig schön. Den hat sie noch nicht so lange. Ich glaube, der ist relativ neu. Guck. Und auch, sie hat auch so ein schönes, da dieses türkise, grüne Ding da. Sie ist schon sehr schön. So, wir gehen jetzt. Wir segeln jetzt. Ah, es ist so ein gutes Spiel einfach. Ich bin wieder so ein bisschen richtig euphorisiert. So, wo ist jetzt die Quest? Ich glaube, das hier wäre auch dann das nächste, also der quasi Akt 2 dann, ne? Hier, da will ich hin. Besiege die Dürger ein. Ja, da war ich doch gerade. Ist das ein anderes Boot oder was? Ach, ich muss mit ihm sprechen? Oder wie war das jetzt? Warte. Kann das sein? Muss ich mit dem da reden? What's up for discussion? Geck does the talking around here. Bother him. Warte mal. Ganz kurz, die Stiefel, die wollte ich doch behalten. Die Stiefel hatten wir doch. Welche waren denn? Das hatten wir doch von der Frau bekommen. Welche waren das? Waren das die? Oder waren das? Die hier, oder? Die sind orange, das müssen die sein. Kann nicht eingesponnen, verstrickt oder gefesselt werden und nicht auf Fett oder Eis ausrutschen. Nebelschritt. Ja. Aber den wollten wir nicht zurückgeben, die Schuhe. Ich will diese Schuhe ja nicht zurückgeben. Aber ich verstehe das gerade nicht. Hier ist besiege die Dürger-Eindringlinge. Muss ich ihn platt machen? Nee. Wie komme ich denn an diese Quest ran? Ich stehe quasi jetzt. Okay, da müsst ihr mich mal kurz. Das habe ich gerade nicht gecheckt. Da kommen wir rauf. Warte mal. Hier waren wir überall schon. Hier ist vielleicht noch so ein kleiner Weg. Der weiter oben steht. Es ist ja auch immer nicht klar, ob ich das. Diese beiden hier, Gek und Lurgan, oder was? Ich habe mich ja noch gut mit denen gestellt, ne? Die sind ja eigentlich, glaube ich, arschig, aber ich habe mir alle Optionen offen gehalten, wie ich halt so bin. Und, warte mal, wir gehen mal hier die Leiter hoch. Ist er das? Ist das Gag? Was war hier nochmal schnell? F5 war safen, oder was? Ja, F5 ist quick safe. War er das? Nothing for you here. Cross the Ebon Lake to the Sergeant. Or drown in it for all I care. Also, das sind diese Dürger, genau. Und ich muss einfach alle Dürgers platt machen, sehe ich das richtig? Die da rumstehen, sind die. Ja, okay, das heißt, ich kann diese Quest sozusagen nur lösen,
Wir haben dem Souverän zugesagt, die Dürge aus dem Weg zu räumen, die Mikun... Ah, ja. Ja, okay. Das sind Schweine. Die kann ich ruhig platt machen. Das sind Schweine. Ich habe das jetzt erstmal nur gemacht mit Charisma. Okay. Dann machen wir das jetzt... Das sind ja nur zwei. Die können wir ja sogar aufteilen eigentlich. Dann machen wir das jetzt mal so, dass... Wir teilen mal die Gruppe. Und... Ja, ja, ja. Er geht mal nach da oben. Und... Sie auch. Und... Sie geht dahin und... Heidi macht hier... Ich nie's. Nein! Was hab ich gemacht? Nein, 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 nein! Still breathing, despite everything. Entschuldigen Sie bitte, hatte mich verklickt. So, die... Ich mach die jetzt platt, die teilen sich jetzt auf. So, warte. So, können wir jetzt... Warte mal. Schubsen. Es ist herrlich. Ja, da, was willst du jetzt machen, du Schwein? Du mieses Rattenschwein. Wir haben doch jetzt diesen hinterhältigen Angriff. Was? Wie jetzt kritischer Fehlschlag? Was soll das denn? Das ist ja völlig wahr. Das ist eine Bonusaktion, die kann ich immer machen, ne? Ja, das ist ja Quatsch. Dann muss... Okay, der ist mächtiger als ich dachte. Ich hatte mir gedacht, das wird einfacher werden. Okay. Das war nicht geplant. So, was machen wir mit dir? Pass auf. Jetzt muss ich erstmal checken, was hier alles Phase war. Die soll die mal richtig eingeben jetzt. Was hatte ich denn mit ihr immer gemacht? Sie kann natürlich hier diesen... Das ist alles Quatsch. Haupthandangriff, Feuer... Oh, Feuerfall. Sie hat hier sehr viele so... Heilzauber. Was macht sie denn mal? Was war denn nochmal der best heilige Flamme? 2 bis 16. Der ist ja fast hier dieser Feuerpfeil. 2 Damage. Also lenkendes Geschoss, segnen. Die ist halt eine Support-Einheit. Schutzgeister hatten wir viel. Ja, warte, da war was. Tote beleben, Furcht. Fluch. Klingenbann. Heilung, genau. Das sind diese Heilsachen. Göttliche Führung. Person festhalten. Spiegelbilder, ja. Spirituelle Waffe. Heilige Flamme. Lenkendes Geschoss. 4 bis 24. Das ist aber eine Aktion, Stufe 1 Zauberplatz. Schutzgeister. Stufe 3 Zauberplatz ist das.
Das ist ganz geil, glaube ich. Das können wir machen. Ah, nekrotisch oder geißend. Ja, finde ich ganz gut. Und jetzt kann sie noch irgendwas anderes machen. Jetzt könnte sie noch jemanden heilen. Wenn sie will, könnte sie Schattenherz mit einem... Ah, es nimmt alles Zauberplätze weg. Hier das, heilende Wörter. Das können wir noch machen. Siehste, Heidi ein bisschen geheilt. Ja, mehr kann sie gerade nicht machen. Ich muss erstmal wieder runterkommen, reinkommen. So, was ist das jetzt hier für ein Quatsch, dass die da jetzt steht? Aber sie macht jetzt sowas von eine geile Geschichte. Sie macht jetzt irgendwas richtig Gutes. Rücksichtsloser Angriff. Wie wär's denn damit? Oder Haupthandangriff, zerfleischen, spalten. Das ist so geil. Zerfleischen. Was ist der Unterschied? Bei Angriffswürfen im Vorteil, aber die Gegner sind auch im Vorteil. Und bei... Achso, das ist ganz geil, weil sie dann zwei Runden blutet. Und hier... Ah, da kann ich mehrere Gegner angreifen. Könnte ich beide treffen, sozusagen. Aber, ah, der hat hier... Dingsbums. Ne, wir machen zerfleischen. Und sie macht natürlich... Nein! Oh! Warum? Wie könnte denn das passieren? Trifft sie so beide? Ja, ne? Ja, ich bitte dich. Okay, mehr kann sie nicht machen. So, und ich habe jetzt hier nämlich Ignitz. Schauriger Strahl. Ist ziemlich geil. Was kann sie noch so Gutes machen? Alles Mögliche. Oh, so gut. Wie sie einfach mit Abstand die allerbeste ist, das kann mir auch keiner erzählen. Jetzt hat er noch zwei Leben. Blutet er? Hat er den Blutungseffekt drauf? Ich glaube nicht. Und sie kann ja sogar noch mehr. Oh, Ignitz ist einfach das Beste. Was ist denn mit... Verwünschen? Bonusaktion. Nee, die müssen wir, glaube ich, lass deinen Angriff dem Ziel zusätzlich 1 bis 6 nekrotischer Schaden zufügen. Aber wahrscheinlich nur bei einem Angriff dann, oder wie? Fesseln, ich komme ja, glaube ich, an niemanden mehr großartig ran. Ich kann jetzt nicht höchstens, aber sie ist schon hinter ihm, das ist gut. Ja, wir werden mit ihr den Zug. Der macht sich einfach groß. Aber sowas von Gegenzauber. Die Kabel hat reagiert. Oh, der hat den geheilt oder was? Guck mal, da kommen jetzt diese Ekelhaftigkeiten rauf. Aber habe ich nicht hier Dingsbums? Initiative, wenn der in meinen Kampfkreis kommt? Ne, habe ich nicht. Alle auf einmal. Ich weiß schon, was ich gleich mache. Haha, seid ihr doof. Hahaha, ihr wisst ja gar nicht, wo ich bin, ne? Oh, seid ihr doof. Könnt ja gar nichts. So, er darf doch jetzt auf jeden Fall das hier machen. Den hinterhältigen Angriff, das ist ja eigentlich seine Hauptwaffe und Hauptaktion. Und das kann er nur machen, weil er neben ihr steht. Sonst würde er das gar nicht machen können.
oder? Weil er ist nur im Vorteil, weil er neben der Ilse steht. Jawohl. Und der ist down. Aber da hinten ist ja noch so ein Heini. Olvik. Aber ich habe jetzt gemerkt, wir sollten uns doch nicht trennen. Das ist nämlich gar nicht so schlau. Ich könnte noch jetzt den platt machen. Ja, jetzt auch nicht so viel gebracht, aber wir machen es einfach nochmal. Der hat ja schön viele Aktionen übrig. Mehr darf er nicht. So, der will jetzt wahrscheinlich auf Schattenherz schießen, was ich total gemein finde. Oh, was? Oh, was ist denn mit ihm los? Schwein. Sie könnte ihn auch ohne weiteres, weil sie ja krass ist, könnte sie ihn jetzt mit einem Dornenhagel. Ne, wir sollten, glaube ich, zusammenbleiben. Ne? Sie kann natürlich jetzt echt Platten machen, aber... Kann ich jetzt wechseln zwischen denen? Die sind jetzt ja nacheinander, ne? Wie war denn das nochmal? Darf ich jetzt zwischen denen wechseln? Oder muss ich die Reihenfolge so spielen? Kannte ich, ne? Also wenn ich jetzt erstmal auf Karlach gehe, dann machen wir jetzt den Rundumschwung. Ach, darf ich nicht? Nein! Warum muss ich eine Rast? Na, Miste. Da müsste vielleicht sogar... Bonusaktion. Und dann machen wir als nächstes. Tschüss. Ja. Dann kommt jetzt Ignizi. Kann sie eigentlich ihn treffen mit ihrem Igniz? Ja, 64%ige Chance, dass sie trifft. Die sind ja auch schon fast kaputt. Dann wäre er halt im Nu. Warum geht das nicht? Warte mal ganz kurz. Ah, wisst ihr was? Wir machen das anders. Zurück. Wir machen schauriger Strahl. 1, 2. Mist, er hat's überlebt aus irgendeinem Grund. Dann halt. Was? Ach, ich bin gefesselt. Ah. Ja, das kann ja dann nicht funktionieren. Ich komme gar nicht an ihn ran. Ja, ist halt so. Müssen wir jetzt mitleben. Dann kommt Schattenhart. Und... Ja, sie steht natürlich jetzt hier komplett auch, aber... Wer ist denn zuerst dran? Novize, wiederbelebte Leiche. Ja, wir müssen die jetzt einmal platt machen, sonst darf die am Ende irgendwas machen. Das wollen wir nicht. Der hat ja nur noch... Ah, 9 hat er immerhin noch. Was ist denn sein Feuerpfeil? So, ignizt. War's das? Was, der lebt noch? Was ist denn mit dem los? Was?
Wir beschwören einfach mal eine Axt. Hier zu dem. So, was willst du jetzt machen? Jetzt hast du ja direkt so eine schöne Axt vorm Gesicht auf einmal. Hast du auch nicht mit gerechnet, mein Freund. Ja, dann bleib doch einfach hier und dann kriegst du zur Not, ist ja egal. Einen Schlag kannst du ab. Komm, ist egal. Sie kann auch nichts mehr machen, ne? Nö. Sie auch nicht. So, darf der erstmal kommen. Der bewirft mich von da unten. Er hat Schaden genommen. So, die Arme ist immer noch in diesem Wurzelwerk gefangen. Er könnte ihm den Gar ausmachen. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Vielleicht machen wir das, indem wir... Boah, der ist richtig stark. Verängstigt mein Ziel. Was können wir mal mit dem hier machen? Ich finde so ein schönes, vielleicht mal so ein Strahl der Furcht. Verängstigt dein Ziel. Zwei Züge lang. Können wir noch mal ausprobieren. Ist es das, so ein Fernkampfangriff oder nicht? Hahaha, lol, verängstigt wie ein Loser. Und dann machst du noch einen Schaden bei dem. Da, was ist denn mit ihm los? Er trifft ja gar nichts mehr. So, das war der Plan. Nächster. Ey, du sollst hier keine Zauber. Der spurtet. Aha, was ist denn dein Plan? Jetzt steht er da unten. Hier oben. Ja, pass auf, das ist ja total... Der ist ja schon so gut wie tot. Let's cook with fire, baby. Warte mal, das ist ja noch nicht alles. Jetzt macht sie erstmal Ignites. Ja, ja, auf jeden Fall. Weg ist unterbrochen. Glaube ich, wieso? Ja, warum? Ach, sie darf ja sich nicht. Ach, stimmt, sie ist ja nun mal leider angekettet. Ja, was kann sie denn überhaupt machen? Wie kann sie sich denn da wieder befreien? Sie könnte sowas machen wie. Sie hat sie doch hier den. Darf sie nicht. Wie lange ist sie denn da noch gefangen? Wie kommt sie denn da raus? Sie hat doch so einen Nebelschritt und sowas. Darf sie aber nicht benutzen. Also das, den da, darf sie nicht nutzen. Sie kann nicht ignizen, das ist schade. Was ist denn hier? Trifft sie den da oben? Nee. Ist gerade noch in der Reichweite, ne? Aber keine Chance. Ja, dann kann sie ja gerade gar nichts machen. Das ist doch Quatsch. Was macht sie denn dann, wenn sie jetzt nicht helfen kann? Was können wir denn machen? Sie möchte ja irgendwie teilnehmen. Jetzt ist doch Quatsch, dass sie gar nichts machen kann. Hat sie irgendeinen Buff? Nö. Wüsste ich
jetzt nicht, was wir machen können. Ja, blöd. So. Sie kann ja aber währenddessen sich mal dem da annehmen. Wo ist denn... Ach, da ist die Axt. Wie wär's denn, wenn du auf den mal so einen Dornhagel... Komm ich nicht hin. Schade. Blöd. Dann könntest du den mit einem lenkenden Geschoss... So, mach doch mal. Ja, finde ich ganz gut. Und dann... Siehst du sie noch? Oder ist das eher auf... So, Heidi ist nochmal geheilt. Das war mir wichtig. Dann werden wir hier den Zug... Ja, kann sie da irgendwas machen hier? Ach, warte mal, die ist ja schon wieder befreit. Ist... Ach, was... Das hat dir schon geholfen. Dann kann ich ihn aber jetzt ignizen, oder nicht? Sollen wir erstmal ihn hier ignizen? Nee, erstmal den unteren ignizen, oder? Ich denke, sie kann sich jetzt bewegen. Hallo? Die ist doch eindeutig befreit. Von hier oben ignizst du die jetzt. Die Person, ja. Du los. Ja, super. Genau das wollte ich. Das hat mir sehr gut gefallen. Da ist er jetzt, da hinten, der alte Sack. Mehr kann sie nicht machen. Sie kann jetzt nochmal abhauen, aber warum sollte sie? Das steht ja eigentlich ganz gut. Es sei denn, sie wird da runtergeschubst. Mehr kann sie gerade nicht machen, außer vielleicht nochmal einen Meter nach hinten gehen. Und... Scharlach mit Karlach, die kommt nicht so weit, leider. Sie könnte sprinten. Sie könnte... Ah ne, sie hat ja schon was gemacht. Sie darf nicht mehr spurten. Sie könnte irgendwas werfen. Das könnte sie vielleicht noch machen. Say bye bye. Ach, schade. Naja, war aber zu erwarten. Wirft erstmal auf Heidi Kabel. So, jetzt macht die Waffe irgendwas. Bitte dahin gehen. Dann halt bis da. Okay, zu beenden. So, wie viel hat er noch? 21. Ja. Was halten wir denn davon, wenn er... ihm hinterherläuft. Der will doch nicht etwa abhauen, oder? Ich habe das Gefühl, er will abhauen. Das gefällt mir nicht. Die anderen kriegen das auch ohne ihn hin. Er macht... Da kann ich nicht... Der ist natürlich vor mir dran als nächstes. Ist das Holwig? Ja. Holwig ist als nächstes dran. Können versuchen, ihn von hier zu treffen. Mit dem... So. Ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Und... Dann gehst du nochmal hier rauf. Da sind wir durch den Stein geschützt. Was? Hallo? Was war das denn gerade? Okay, wir könnten auch Nebelschritt machen, aber das müssen wir jetzt nicht machen. Also er erstmal gefesselt. Der will abhauen. Rettungswurf ist gelungen. Das ist ja einfach nur fantastisch. Dann machen wir jetzt... Was hat er denn da? Der hat nur noch 4. Da lache ich mich ja kaputt. Dann kann sie ja kurz mit dem ganz stinknormalen Angriff... Oh nö. Ernsthaft? Das hat mir jetzt nicht gut gefallen.
Ja gut, dann können sie jetzt nur noch heilen oder in seine Nähe gehen. Schlagen kann sie ihn auch nicht mehr, ja, dann kannst du auch hier stehen bleiben, ist eigentlich egal. Jacke wie Hose. So, also da unten, der lebt noch, der hat noch 21, das muss aber nicht Carla machen. Das kann Ignizi machen. Yeah. Ja, genau. Wir gehen wieder ein Stück nach vorne und jetzt holen wir nochmal unseren schönen schaurigen Strahl raus. Dolor. Und Doloren ihn hier mal richtig schön. Der ist immer noch im Leben. 3 hat er noch. 3. Wir verstecken uns wieder. 3. Wir könnten so einen kleinen Pfeil. Ist er in Reichweite? Ja. 42%. Schade. Das war irgendwie klar. Ich könnte auch nochmal runtergehen, aber was soll das? Ja, das hat auch gereicht. Genau, das wollte ich doch. Sehr schön. Das war der Plan. Jetzt müssen wir eh gleich noch looten, aber sie können ja schon mal nach oben gehen. Bis da, falls da noch irgendwas kommt. So. Dann kommt als nächstes die Axt. Die geht da ran. Mehr kann sie nicht machen. Außerhalb der Reichweite. Geht. So, Astarion ist wieder dran. Ja, das soll es doch jetzt mal gewesen sein mit dem Typ. Was? Wo läufst du denn hin? Achso, alles richtig. Er macht einen kleinen, einfach einen normalen Pfeil. Jo. Quest erfüllt, würde ich sagen. Prima. Sehr, sehr gut. Dann kann die Gruppe ja auch wieder zusammen sein. Und wir looten jetzt erstmal wie die Wahnsinnigen. Was haben wir? Schriftrolle Vampirberührung. Berühre einen Gegner, um ihm die Lebenskraft zu entziehen und die Hälfte der Trefferpunkte zurückzugewinnen. Hey, 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 hey! Writing Bull! Hallo, liebe Freunde des berittenen Bullen. Wir spielen Baldur's Gate 3. Nach einem Jahr Pause hat es mich wieder gepackt und wir stürzen uns in die dunklen Untiefen. Großartiges Spiel. Schön, dass du da bist, WB. Bei euch gab's, habe ich genau gesehen. Ara habt ihr gespielt, ne? Habe ich genau gesehen. Ara habe ich auch schon gespielt. Was ist dein Fazit? Ich finde es nämlich ganz gut. Ich habe es aber auch erst 2 Stunden gespielt oder so. Aber da fand ich schon, hatte schon Potenzial, fand ich. Tatsächlich. Axt des Vertilgers. Leer. Leer. Aber wir looten jetzt hier diese ganzen schaurigen Leichen. Ihr kommt direkt zum Ende des Kampfes. Ich habe hier so eine Horde platt gemacht. Die waren richtig gemein. Was denn hier? Aber was war ich schon? Nee, der hat gar nichts. Viele schöne, spannende Ideen, aber nicht immer durchdacht und viele fehlende Komfortfunktionen. Ja, aber ist das nicht auch Early Access noch? Kann da nicht vielleicht noch auch ein bisschen was kommen? Müsste noch neuer Content auch kommen wahrscheinlich. Ey Leute, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt WBs Genre hier, aber das Baldur's Gate ist einfach so gut. Wenn ihr mal ein neues Genre abseits von so Strategie wollt. Baldur's Gate ist ein richtig gutes Spiel. Leider Full Release, aber schlecht ist das Spiel nicht, bloß halt auch nicht sehr gut. Ah ja, okay. Naja, man hat ja immer so, das ist halt oft so, man hat dann das Gefühl, okay, da gibt es einen neuen Vertreter des Genres. Das Genre ist ja schon recht überschaubar. Klar gab es dann sowas ich mit Humankind und wie heißt das andere noch? Gab es dann auch jetzt vermehrt so Spiele aus dem Civ-Genre, ich nenne es mal Civ-Genre, aber nicht so viele wie in anderen Genres. Und dann
denkt man sich immer, wenn etwas Neues kommt, okay, das hat bestimmt sich alles gut abgeguckt und noch einen neuen Ansatz gefunden und so. Aber es ist halt auch nicht so einfach, an die Qualität von einem Civilization ranzukommen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir hier unten alles. So, gehen wir mal zu Lurgan. Oh, was haben wir hier? Neue Zauber. Die Toten sprechen. Kettenpanzer. Oh, sie ist überladen. Diese ganzen Standard-Items, die schicken wir mal direkt ans Lager. Das wäre geil, wenn man die direkt auf so eine Art eBay setzen könnte. Spiele die Lyra. Gute Nacht, Writing Bull. Schön, dass du da warst. Gute Nacht, WB. Und wir ziehen mal weiter. Wir haben jetzt hier eine Quest erfüllt. Das war die Quest hier, diese hier. Wir haben die Dürga besiegt. Ah, im Tempel der offenen Hand in Würmbrücke. Hilft dem Geist des Amuletts. War das hier unten? Das hier? The amulet is heavy, but holds a subtle warmth, like it was left under the sun. Suddenly the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge to laugh. Ach, hatten wir das schon? Das können wir doch einfach machen hier, oder? Ich widerstehe. Vorteil? Ja klar. Ist der schon aktiviert? Ja. Können wir das, warte mal, kann man das jedes Mal machen? Ah ne, das war diese Geschichte. Brauche ich aber gar nicht. Ja, das ist ja cool. Your power spikes, banishing the urge to laugh in an instant. Wir sind nämlich so mächtig. Thou hast done well. For what is a laugh, if not one step toward madness? Thou art the wonder! Wir haben sie doch bekannt. Take me home, and thou shalt glow with blessings. Das machen wir. Haben wir das schon mal gemacht? Ich erinnere mich nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ja, machen wir ja. Better to leave it than bear a dead man's grudges. Nein, wir machen das. Oh, guck mal, wir... Ah! Ja, beides geil. Beneath the rampant joy you sense the monk's fear and sincerity. He doesn't wish to harm you, but that doesn't mean he won't. Ist es normal, dass das Benzel hier, diese Kette an dem Amulett so steif ist? Etch
face is an image of the dawning sun. Freund des Magiers. Das ist ja ganz gut jetzt gerade mit dem Würfel. Die Micha 22, vielen Dank. Ach ja, und Go with the Flow, das hatte ich ja fast vergessen zu erwähnen. Go with the Flow, vielen Dank. Temerin. You recognize the symbol. It belongs to those sworn to Lathander, god of dawn and renewal. Whatever madness this spirit suffers was inflicted by Lathander's enemies, followers of Shah. And this madness may flow into you. Nee, wir sind stark. I shall walk with thee. I shall grant you my power. Oh, hatte ich das angelegt? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, ich hatte es die ganze Zeit angelegt. Ich lasse es mal. Ich habe ihn ja jetzt gezähmt. So. Hammer gut. Hatten wir alles gelootet. Was ist mit dem? Den noch nicht. Was haben wir hier? Pfeil des rollenden Donners. Kann man das hier auch die Sachen direkt ans Lager schicken? Ja. Das nehmen wir. So. Prima, prima. Müssen wir jetzt noch mit dem Overlord sprechen? Ja. Gibt es da einen Schnellreisepunkt? Oh, was ist das denn hier? Ah, das war diese Githyanki. Aber das ist die Gebirgspass-Geschichte. Da kommen wir auch in den zweiten Akt, meine ich, ne? Müssen wir den Rest zu Fuß gehen jetzt hier? Da. Wo ist der Heini? Wo ist der Chefboss? Da, ne? Ja. Da müssen wir jetzt hier auf den. War das hier oben auf. Da war er das? I should speak up. Ja. So, wir haben das. Ey, geh da hin. Heidi ist die Einzige, die ich reden lasse hier in der Gruppe. Hallo. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. The music shifts, still melancholic, but now streaked with hope. Do you hear a new harmony? Serenity. I name you Peacebringer. Peacebringer. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Freely you have given to us. Freely you may take. The Guardian Gate is open. Go and claim your reward. Oh, das klingt gut. Reward klingt but gut. Before this, I have another boon to ask of you. Das war ja klar. You have cut out the Dwergar blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. Yes, Eren. Near, this one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head, and I will know my circle is safe. Das machen wir so. Wird erledigt. Ihr habt ja schon einige getötet. Ja, das machen wir. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death and return.
Die Stiefel habe ich behalten. Die Stiefel der Gnomen habe ich nicht abgeliefert. Die habe ich einfach behalten. War das? Den haben wir schon platt gemacht. Ach was. Wo genau ist das jetzt? Da. Mist. Muss ich noch holen gehen. Kann ich da rüber teleportieren? Wie komme ich da rüber? Strand direkt. Ja, aber muss ich dann da... Kann ich nicht... Muss ich mit dem Boot fahren? Gibt's nicht die Möglichkeit? Darf ich das nicht mehr benutzen, das Boot? Oder... Wen habe ich denn noch nicht gelootet, Ansuil? Habt ihr ja alle gelootet. Oder geht das hier über den... über diesen Reisepunkt? Was? Was ist das denn für ein Quatsch? Bin ich nicht erreichbar, weil sie dazwischen steht, oder was? Was ist... Da komme ich ja nicht hin. Hä? Das haben wir doch auch schon gemacht. Ach so, hier ist das. Waren das... Warte mal, welche war das? War das bewohnte Ruinen? Unterreich Strand, Unterreich Schmiede. Da, Grimmschmiede, ne? Was ist das? Never a dull moment. Das ist euch. Da. Ist das der kürzeste Weg? Uraltes Vor? Komme ich da durch? Naja, das ist die andere Seite, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier so durchschlüpfen kann. Also da ist das. Ich glaube, ich muss zu Fuß laufen. Wenn mich alles täuscht. Can't slow down. Was hier? Ja. Da habe ich original irgendwas liegen lassen. Was ist denn der Kopf? Ist das hier in der Suppe drin?
konnte es. Hat er gerade noch irgendwas gestöhnt? Wie konnte es sein, dass ich dieses Köpfchen nicht direkt mitgenommen habe? Wir kamen von hier, oder? Was, wie düster und unheimlich das eigentlich alles hier ist. So, dann bitte wieder zu dem Punkt hier, den da bitte, genau. Ich meine, warum sollte man einfach einen Kopf abschneiden und mitnehmen? Das ergibt schon Sinn, dass ich das nicht gemacht habe. So, jetzt habt ihr aber gesagt, dass ich den einen Heinibert noch nicht gelootet habe. Wen habe ich denn vergessen, Anzuil? Welchen meinst du denn, ich habe die doch alle gelootet. Wen soll ich denn vergessen haben? Ich habe doch auch so eine Axt hier bekommen. Ich hatte doch eine Axt mir genommen von dem Typ. Da! Axt des Vertilgers. Zeig doch. Hast nicht aufgepasst, Anzuil. Hast nicht aufgepasst, ne? Aber für wen ist sie denn gut? Wenn, dann ja wahrscheinlich für Karlach, ne? Oder? Die Immerglühklinge, 7 bis 20 Schaden. Ja, ey, alles cool, Anzuil, alles cool, alles cool. Besser einmal mehr als einmal zu wenig. Ich mach dir doch keine Vorwürfe, mein Lieber. Gottes Willen. Sag mir lieber, ob ich die ausrüsten soll. Schwert ist besser, höre ich hier. Naja, die hat 7 bis 20 und 6 bis 22. Bewirkt zusätzlich 1 bis 6 Feuerschaden bei Pflanzen, Insekten und kleinen Kreaturen. Aber, na. Feuer zustandsbedingt. Schwert ist besser, sagen sie alle. Glaube ich euch, glaube ich euch. So, jetzt gehen wir mal zum Heinibert, wo ist er? Wo ist das Tower da, hier hinter dem Stein versteckt? Jetzt gehen wir zurück zum Chefboss. Und wo ist jetzt das Tor eigentlich, wo ich meine... Er hatte mir doch das Tor geöffnet. Das wird ja wohl auch jetzt immer noch offen sein, oder? Der wird ja jetzt nicht mir die Belohnung wieder wegnehmen. Bitteschön. Peacebringer, be at home. Ich habe euch den Kopf gebracht. Drow sought to shatter our circle. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life, and thus we name you Life Chanter. Life Chanter gefällt mir gut. Wir tanzen den Blütenstaubtanz der Liebe, des Lichts und des Lebens. Wir sind die Pflanzenwesen. Alle anderen sollen verwesen.
Guck mal, was wir jetzt haben. Amulett des Gesandten. Stimme des Zirkels. Ja, danke schön. Das ist sehr nett, liebe Tänzer. Die große Frage ist doch jetzt aber auch, wo befindet sich das Tor mit den Belohnungen, was mir geöffnet wurde? Es wurde mir gezeigt, aber es wurde mir nicht gesagt. Vielleicht sehen wir hier auf der Karte etwas mehr. Und ist da, ist hier wahrscheinlich. Zuflucht des Souveräns, ist das hier? Da ist die Belohnung? Ich schätze einfach, dass es da ist. Dann gehen wir mal hier runter. Und ist das hier? Ja. Irgendwas Neues bei euch? Hier drin vielleicht? Ja. Hier nestet er. Und nun? Ah. Die bleiche Leiche. Paarungs... Okay. Ein Paarungsritual. Draw Gift. War das die Belohnung? Das werden wir selbstverständlich lesen. Dieses seltsame Buch. The cover proudly announces this book to be Flumpf Mating Rituals. Nachforschungen. Das Buch genau untersuchen. Was haben wir noch? Oh, wir brauchen 15. Dann nehmen wir das noch. Und das schaffen wir doch jetzt. Prima. The scrutiny proves too much. The lurid text melts away before your eyes. An illusion. What remains are simple instructions written in a spare hand. The secret to forging adamantine. Oh. Ist das echt zu leise für euch im Stream? Die Seiten, die offenbar von einem Hauptfolianten abgeschrieben wurden, beschreiben den Bau und die Nutzung einer großen Schmiede im Unterreich. Haben wir doch schon gemacht. Unter den Schaljüngern weilte der Gnome Siluf Jali, dessen Zauberkünste von Kerzenburg bis Sorcere bekannt waren. Unter seiner Anleitung erbauten die Schaljünger die große Schmiede, die Mithral so sehr erhitzen konnte, dass es zu Adamant wurde. Aus diesem unglaublichen Metall konnten die besten Klingen und Rüstungen gefertigt werden. Allerdings war nicht die Schmiede selbst, sondern der von ihm aus Magma beschworene Beschützer der Augapfel von Jali. Dieser Konstrukt sollte so mächtig sein, dass keine Klinge und kein Zauber ihm etwas anhaben konnten. Ja. Sound passt? Gut. Ja gut, also das hätten wir früher finden sollen. Dann hätten wir verstanden, dass dort ein großes Übel lauert, aber das haben wir eh recht schnell rausgefunden. Deswegen war es gar kein Problem. Gar kein Problem. So, okay. Sollen wir die Rotkappe hier noch ernten? Das dürfen wir ja offensichtlich. Die Sachen hier. Das ist ja alles nicht rot. Dürfen wir klauen. Oh, ein unedler Hut. Auch hier niemand mehr. Oh. Warum nicht? Warum nicht? Dies. Das schicken wir direkt ans Lager. Nein. Das und das
Aufheben und zu Waren hinzufügen. Leere, leere. Aber hier diese kleinen Rotkäppchen. Die können wir einfach vielleicht später nochmal benutzen, um einen leckeren Trank zu brauen. Okay, haben wir das auch gemacht. Man kann allen reden jetzt. Weiß nicht, ob die was zu sagen haben. Konnte man nicht hier bei ihr was kaufen oder so? War das nicht sogar eine Händlerin? Ich glaube, das ist doch eine Händlerin. We'll be clearing out soon enough. You come across a noble stock mushroom about, you give it here. Gods know I've earned it. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal alles gemacht haben. We've a shop in Boulder's Gate. The locals go mad for it. Probably. But Balin in his right mind wasn't worth half a half of noble stock. I know him better than anyone. Got the scars to prove it. Okay. Hey. Ich will aber, nee, entschuldige Sie bitte, ich will auch was kaufen. Ja, okay, das sagt sie mir. Show me what you got! Oh, was hat die hier? Oh, guck mal hier. Den korrosiven Flegel und die Handschuhe des Kräuterkundlers. Hm. Aber ansonsten hat die ja... Oh, warte, hier kommen interessante Sachen. Purpurwurmgift. Zur einmaligen Verwendung, nehme ich an. Alles die allerlei Gifte hat die Frau. Naja. Oh, hier, da sind die interessanten Dinge. Guck mal, vielleicht ist da sogar was bei, was mir... Wieso habe ich denn eigentlich so eine lächerliche kleine gepolsterte Rüstung an? Warum ist sie denn so fürchterlich unspektakulär? Was ist denn das für ein Ding? Das kann ja gar nichts. Warum habe ich denn selten? Du erleidest zwei weniger Wut. Das kann doch nicht das Beste sein, was ich besitze. Was? Ich kann keine mittlere Rüstung tragen. Ja, okay. Ich kann nur so kleine. Nur so kleine, leichte Rüstung. Ich bin trotzdem empört. Dass ich nur sowas Schlechtes hab. Du erleidest... da ist die sogar besser. Ist ja auch... Ja, ist ja natürlich auch eine blaue, ne? Hier, was kann die denn? Das ist exakt die gleiche. Vielleicht habe ich mir die damals sogar hier gekauft. Vielleicht disse ich gerade genau das Produkt, was ich hier gekauft habe. Ja, ich habe jetzt aber nicht mehr so viel dabei, was ich der alten hier verkaufen kann. So eine leichte Armbrust. Ach, es geht nur tauschen, ne? Naja. Bronzepokal. Das ist ja wohl kein Quest-Item, ne? Schaufelbraut muss ich behalten, wenn ich einen Schatz finde. Ja gut. Alles andere habe ich direkt ins Lager geschickt. Was ich hier noch großartig... Aber es sind immerhin 36 Mark. Was will die mir denn geben für 36 Mark? Eine Unterhose vielleicht? Oder was ist denn hier mit einer Heiltränke? Gib mir doch einfach ganz viele Heiltränke. Ja gut. Was soll das hier? Habe ich nicht irgendwas, was ich hier anschwatzen kann? Das kommt davon, wenn man immer alles direkt ins Lager schmeißt. Was ist das hier alles? Heiliges, was will ich ihr nicht geben? Was ist das hier für eine Truhe? Die Bücher hier, was ist das? Staubiges Buch. Ja, hier, das kann man ihr doch geben, oder nicht? Das sind doch alles keine Quest-Items mehr.
ich das alles? Ich wünschte, ich hätte meinen ganzen Krempel jetzt hier dabei. Dann könnte ich da richtig was andrehen. Einfach den ganzen Müll. Die ganzen alten Sachen, die ich nicht mehr brauche. Die magischen Dinge gebe ich ihr natürlich nicht. Was ist das hier? Oryx-Ring. Das ist doch einfach nur zum Verkaufen. Brauchen wir doch alles nicht. So, die anderen Sachen sind... Krummer Zauberstab der Feuerbälle. Brauchen wir das? Ist das irgendwas Spannendes? Ich behalte das mal. Ich weiß nicht, ob das Special ist. Ja gut, dann hier. Wie kann ich das nochmal splitten? Wie splitte ich das nochmal? Da. Mensch. Ach komm, ist egal. Nein, ich hätte... Oh, jetzt habe ich nicht aus... Oh, das war so dumm. Egal, ich habe so viel Geld. Das war jetzt gar nicht mein Plan. So. Viel zu lange aufgehalten, aber ich musste erstmal wieder reinkommen. So. Was haben wir noch für Quests? Wir haben das hier gemacht. Ist abgeschlossen. Geil, das ist abgeschlossen. Das müssen wir machen. Hilft dem Geist des Amulets. Was haben wir noch im Unterreich? Schattenverfluchte Lande. Suche nach Großherzog Ravengard. Ist das auch Akt 1? Oh, was ist... Ach, das Nachtlied. Ist das... Was ist mit dem Nachtlied? War da noch irgendwas? Kann man das auf Karte anzeigen? Geht auch in 2 weiter, ist klar. Aber was ist mit Großherzog? Auch in Akt 2. Was haben wir denn noch aus Akt 1? Diese Orpheus-Texte. Fischvolk? Wo haben wir das Fischvolk? Fisch, 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 Fisch. Gebirgspass kommt vor Akt 2. Ach, echt? Muss ich da Liselle mitnehmen wahrscheinlich, ne? Bei dem Magierturm ist was Geheimes. Da waren wir doch schon. Oder nicht? Ich meine, da waren wir schon. Fischvolk findest du weiter südlich im Untergrund. Waren wir schon? Haben wir das Fischvolk schon gesehen? Weiter südlich im Untergrund? Aber wir sind ja im Untergrund. Wir befinden uns im Untergrund. Gebirgspass und Schattenlande sind 2 Wege in Akt 2. Du kannst aber beide machen, auch wenn das Spiel etwas anderes andeutet. Das ist gut. Du hast was im Inventar zum Kombinieren, habe ich. Im Inventar zum Kombinieren. Ich dampfe so schön. Warum dampfe ich denn? Was meinst du denn, Answil? Was kann ich kombinieren? Drei Eisteile. Eisiger Griff, ist es das? Frostiges Metall. So? Ah, wie kombiniere ich die denn? Kombinieren. Ah! Oh, ah. Haha. Oho.
Das sind doch hoffentlich die eisig, Eis, aber frostig. Ja, das muss doch das sein. Oder habe ich noch was anderes? Ich glaube, das sind schon die richtigen. Und nun? Besitze ich Trauerfrost. Sehr selten. Herz aus Eis. Wenn der Anwender Kälteschaden bewirkt, bewirkt er zusätzlich einen Kälteschaden. Tückische Kälte. Wenn du mit einem Zauber Kälteschaden bewirkst, fügst du dem Ziel möglicherweise unterkühlt zu. Waffenverzauberung plus... Ey, warte, lass doch mal. Aber ich habe ja gar keinen Kältezauber. Aber ist denn das was, also kombiniere ich das, ist das eine Waffe quasi oder wie ist das? Das scheint mir ja besser zu sein als der Mumenstab. Nekromantie. Aber wenn ich das nutze, habe ich den Kältestrahl automatisch, ja? Kältestrahl. Ah. Natürlich ganz nice. Sieht auch cool aus. Das hast du gut gemacht, Ansuil. Das wusste ich auch gar nicht mehr nach all der Zeit. Wie soll ein einzelner Mensch sich das alles merken können? Plus zwei Rüstungsklasse. Man kann ja auch. Ich kann noch beide nehmen, ne? Nee. Beide geht nicht. Hast du doch gesehen, dass es nicht geht? Zweihand-Nahkampf. Ah, das sind ja alles nur so Klopperwaffen. Ich kann Perk freischalten. Ah, mit einem Okay, den habe ich noch nicht, den Perk. Das kommt vielleicht ja dann später. Dann könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen. Wenn es soweit ist. Okay. Dann. Oh, das sieht ja so schön aus hier. Dieser Eisstab. Also, ich will jetzt da dieses Fischvolk. Wenn das. Das muss ja dann hier auch unten sein. Wo ist das denn? Ist das hier beim zerstörten Turm? Hier ist doch, geht's gar nicht weiter. Hier waren wir schon. Hier oder was? Ich gehe da jetzt mal hin. Das ist der kürzeste Weg von hier vielleicht. Komme ich darüber? Komme ich da durch? Man weiß es alles nicht. Ich werde hier hingehen und dann so zurück. Und dann gucken wir mal, ob ich da dieses Volk schon getroffen habe. Ah nee, das ist ja logisch. Das ist ja so eine Quest hier. Ist ja gar kein Schnellreisepunkt. Da könnte ich hin. Komme ich von da rüber? Ich probiere das mal. Also das heißt, wir müssen jetzt nach Süden halt. Süden. Wo ist die Karte? Süden. Komme ich hier rüber? Da. Auf die Seite muss ich? Oder wie ist das jetzt? Komme ich darüber? Über das Seil und dann hier runter. So. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich eigentlich schon richtig. Und dann ein Stück rechts und runter.
Nicht hier rauf. Wären wir hier? Hier ist wieder alles Feuersbrunst. Hier sieht das irgendwie fischiger aus. Hier kann man ja auch runterklettern. Ne, ich bin eigentlich, ich müsste die andere Richtung, aber hier waren wir noch nicht. Hier gucken wir auch mal eben. Hallo! Oh! Oh! Sofort buddeln. Guck mal hier, das hat sich doch gelohnt. Immer eine Schaufel dabei haben, ne? Brauchen wir alles nicht. Die drei Sachen nehmen wir mit. Trank des Gedankenlesers. Oh, jetzt habe ich doch alles... Ja. Hier ist auch noch irgendwas. Eine Holzkiste. Natürlich nichts drin. Ja. Naja. Dieser Gedankenlesetrank ist doch bestimmt ganz interessant. Ich kann mir vorstellen, dass es da Situationen gibt, wo die sehr hilfreich sind. Gehen wir wieder rauf. Und dann gehen wir mal hier. Natürlich ist es erreichbar, da muss ich einfach rüber springen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich richtig bin. Doch, muss ich doch sein. Jetzt springe ich da rüber. Wo ist denn hier mein Jumpy Jump? So, die anderen können das auch. Wenn Ilse das kann, können die anderen das erst recht. Also hier war ich auf jeden Fall schon. Da geht's nach oben. Warte, was ist der genaue Weg? Kann ich hier über die Pilze hoch? Also hier komme ich nach da oben. Ja, was war da, eine Hexe oder so, ne? Oh, hier ist was solid. Habe ich jetzt einfach genommen. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Brauche ich zufälligerweise noch eine Fackel in die Hand, oder? Oh, was ist hier? Kann man da runter? Ich gehe mal hier gucken, ob hier... Nee, weiß ich nicht. Kann man da runter? Hier... Ich guck mir das mal näher an. Ist das ein Wasserfall? Bup, 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 bup. Müssen wir eigentlich mal eine kurze Rast machen? Ich weiß nicht, wir haben ja gespeichert. Ich guck mal, was hier ist. Ah, und das ist auch ein Pilz. Oh, wir können auf jeden Fall auf diesen Pilz springen. Oh, scheiße. Au, fuck. Au, Verzeihung, das war mein Fehler. Ich war zu... Ah, was ist das? Okay, wie komme ich da hin? Darüber springen wieder. Jetzt da runter geiern. Och, ouch. Das war Schnellladen F10 oder F8.
Das ist nicht gut. Ich mag das nicht, dass ich da gestorben bin. Waren das die, da, die da sind da, die Dinger sind explodiert, oder? Wie war das jetzt? So, was machst du jetzt? Nein! Ignizi! Was soll das denn? Dann muss ich das größere Entfernung machen. Ich hätte nicht gedacht, dass das... Ich weiß nicht mehr, wo ihr Kadaver... Nee. Machen wir so nicht. Sie muss leben. Sie ist eine gute Freundin von mir. Ohne Heidi Kabel. Ohne mich. Ohne Heidi, ohne mich. Very well. Immer jetzt schön aus der Entfernung. Ich mach das von hier hinten, ist mir jetzt egal. Du wirst ja sicherlich, das ist extra, da hat die so ganz perfide hinter den Pilz da, hinter die Steinsäule hier gesetzt. May the gods take you first. So, jetzt aber. So, noch irgendwas, was mich stört. Alle Mann. Oho, die faulige Höhle. Hallo, 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 hallo. Was erwartet uns denn hier? Sind das Freunde oder sind das Feinde? Die sehen aber nicht ganz friedlich aus. Die leuchten halt rot, ne? Alles, was rot leuchtet, ist in aller Regel erstmal mit Vorsicht zu genießen. Guck mal, ich kann denen direkt Sachen klauen. Don't mind if I do. Sind die freundlich? Krua, Kru! Ist das der Anführer da, oder? Hey Leute, oh, wer hängt denn da? Oh nein. Warum habt ihr das gemacht? Ich rede mal direkt. Leute, was ist los mit euch? Die sehen sehr gut aus. Was ist mit ihnen da? Cool, cool, cool. Oh, blessed Boal! Our bones to build your temple in the deep! A wave of pure devotion washes over you, and with every surge, you feel a presence grow in response. Birds, priests! Ja, was war das? Promises. Your God wants proof! Wants blood! Okay, der sieht unfreundlich aus. You, our Lord of Murder, demands sacrifice. You will be an offering for the great god Boal. Boal. Okay, dann werden wir jetzt mal mit denen reden. Wir machen natürlich das hier, Arkane Kunde. Und das ist schaffbar. Wir können noch einen schönen Bonus dazu fügen und let's go. Let's roll. Ach, das bringt mir jetzt aus. Die ganze Zeit würfeln wir es richtig.
geht doch. This presence. The magic is not divine, but fey. And it is murderous. Well placed! Vual wants a sacrifice! Vual wants blood! Ja, probieren wir natürlich. Deswegen haben wir Charisma 20. Ich könnte ihn ohne Probleme platt machen, aber ich rede erstmal mit dem. Mal gucken, was der so, was so bei dem so geht. Was ist los, Alter? Blutzwerg. In the outburst of emotion, you feel the divine presence falter, then revert to its basic, cruel nature. Aha, wir sind so erhaben. Wir fühlen uns überhaupt nicht bedroht von diesen kleinen Gnomen. Ja, siehst du, so siehst du aus, ne? Bullets! Don't do anything hasty now. The fish folk got plenty of power. We can share. Blessed boar! What? Shut it, you! I'm talking to my chosen. Chosen got power. You want power, don't you? Nö. Nö. Also, was für Macht? Nö. Was? Das ist ja lustig. Nee. Ich brauche weder eure Macht noch ihre, ihr werdet sie nicht länger versklaven. Ja, ich finde, hallo Nils, wo bist du da, fragt Boba. Ja, wir sind in so einem kleinen, versteckten Dungeon. So ein Loch runtergeklettert sind wir. Ich finde, ich bleib mal in Character und ich sage, ihr werdet sie nicht länger versklaven. Kiss my ass, then. This Lord of Murder likes doing his own dirty work. Kill! Kill for Buell! Die Frage ist, ob das nötig ist, dass ich jetzt alle platt mache. Oder ob ich einfach nur ihm nachstellen muss. Der ist ja auch nicht besonders krass. So, warte, irgendwer hatte doch diese super mega geile. Ah. Diese dunkle Wolke, ne, wisst ihr noch? Wer hatte die denn nochmal? Ich dachte, sie hätte die gehabt. Irgendwer hat doch diese. Ich glaube, ich muss erstmal ihn platt machen. Und dann mache ich das halt auch. Was ist denn der beste? Achso, ich bin ja da hinten. Schattenherz ist die erste. Ja, ich bin da gar nicht an den anderen Fischis interessiert. Ich bin nur an ihm interessiert. Er ist ein Schweinegesicht. Och, ernsthaft. Scheiße. Ja, ich will die anderen ja gar nicht platt machen. Zacken die auf mich ein. Oh, wie geil ist Heidi eigentlich? Mm.
Ach, hör auf, ey. On my way. Wupp. Das hätte ich mir früher machen sollen. So, wir, ja. Kann ich ihn nicht nietzen? Ja, Wolski. So, löst sich jetzt ihr Bann oder was? Fuck, das war der gar nicht. Fuck. Na, ist er das? Nee. Oh, ich hab den falschen Fischmann geplättet. Wo ist er denn hin? Ich will die armen Leute gar nicht töten. Die sind da einfach nur... Wo ist der denn? Hat er sich wieder... Oh, kann das sein, dass der hier ist? Wo der rote Kreis ist, glaube ich. Oh nein, das tut mir so leid. Kann auch nicht weglaufen jetzt. Krieg direkt mehrere Schläge. Mist, ich glaube, der ist da. Ach Mensch, die Armen. Das sind richtig viele. So, ist mir egal, ob ich welche mitkriege, ist mir egal. Ja, ja, ist mir egal, ist mir egal. Wusste ich's doch. Wie hat er denn noch? 31. Haha, Trottel. So, Schattenherz, Schattenherz, ja, wie komme ich jetzt, was ist das Beste, ich komme bis da. So, ich könnte mal so einen kleinen, so ein lenkendes Geschoss, was ist das Beste, was ich habe? Ich glaube, das lenkende Geschoss ist nach wie vor, ah, der Feuerpfeil hat, ja, das war doch okay. Und wer muss dringend geheilt werden? Es ist nichts im kritischen Bereich. Sie könnte
sich selber vielleicht sogar heilen, aber wir gehen mal hier auf Heidi, die sieht da so im Fischkreis. Oh. Oh oh. Au. Heidi wird richtig geärgert. Aber wir machen weiter. So, und jetzt? Sag mal, sind die jetzt immer noch böse, weil ich den einen getötet habe, oder was? Wenn ich den nicht getötet hätte, aus Versehen, den einen. Das finde ich jetzt echt blöd. Ich bin doch so ein Pazifist in dem Spiel. Sehe ich das richtig? Was mache ich denn jetzt? Oh, das finde ich mega blöd. Ich habe den... Das war ein Irrtum. Ich wollte das so nicht spielen. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Ich wollte das friedlich spielen. Das war... Also das war nicht von mir rollenspieltechnisch so gewollt. Ich will, dass sie... Ich habe mich einfach verguckt. Und die sehen ja auch aus wie Fische. Das habe ich. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Das zählt nicht. Ich finde, dass ich so will ich die Geschichte nicht spielen. Nee, ich habe. Ey, diese ganzen. Diese ganzen Dialoge, die ich mit dem geführt habe und so, habe ich nur mit dem Ziel geführt. Ich hätte sie von Anfang an alle platt machen können. Wenn ich, wenn es das wäre, was ich... Ich habe diese ganzen Dialogwürfel gerollt und ich habe einen extra so einen Wiederholungs... Ah, oh, hier hinten muss ich hin, scheiße. Extra so einen Wiederholungsstrahl eingesetzt. Wiederholungswurf eingesetzt, nur um pazifistisch agieren zu können. Und weil ich einmal aus Versehen die Figur falsch gesehen habe, ja, das zählt nicht. Nö, das sehe ich nicht ein. Das ist okay, das können wir nochmal machen. Es geht ja nicht darum, dass ich besseres Loot will oder irgendein Scheiß, sondern das war jetzt schon. Damit, das ist okay, ich habe ein absolut reines Gewissen. Blöd nur, dass ich jetzt das ganze Würfeln nochmal machen muss. Das ist ein bisschen doof. Aber ja, was ich natürlich machen kann, ist. Könnte die jetzt direkt ein bisschen anders positionieren. Sogar einen kritischen Erfolg, ne? This present. Well placed. Blood once a sacrifice. Blood, blood. Little. In the outburst of emotion, you feel. Don't do anything. Blessed. Shut it, you. I'm talking to.
My chosen. Kiss my ass, then. This Lord of Mikkel. So, okay. Wer darf anfangen? Er darf anfangen. Was? Ich bin doch hier neben ihr. Warum? Dann halt nicht. Dann halt ein Feuerpfeil. Und ja, und ja, was, wir spurten nochmal. Da kriegen wir zwar auf den Sack von den. Ah, ich komme nicht ganz ran. Schade. Au, au, au. Egal. Oh, Rettungswurf gelungen. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Ich krieg mehrfach auf den Po, aber ist mir egal. Ich will nur den platt machen. Aber ich kann jetzt nicht leider, glaube ich, schwingen, oder? Nope. Dann müssen wir. Das hätte ich machen können, den Nebelschritt. Naja, zu spät. Let's finish this. So, Schattenherz. Macht. Göttliche Macht fokussieren. Wird das regeneriert? Wenn ich mich. Warte mal. Aufladen bei kurzer Rast, ja. Okay. Dann. Warte mal, oder was? Den da hin. Na gut, ist nicht das allerspektakulärste gewesen, aber. So. Kerlach, Kerlach, Kerlach. Dann machst du jetzt mal das hier. Und dann machst du Darf ich das nochmal machen? Aye, aye. Nein, ey! Fuck. Hatte ich das überhaupt? Ah, vielleicht hat noch keine Rast gemacht. Can't even catch my breath. So, können wir ignizen? Ernsthaft? Entschuldigen Sie bitte. Don't waste a step. Egal. Lass einen Angriffswurf gegen dich im Nachteil sein. Wenn der Angriff scheitert, bist du eine Zeit lang bei deinem nächsten Angriffswurf gegen den Angreifer im Vorteil. Nee, ich muss nicht regieren, ist mir egal. Das, ich will ja gar nicht kämpfen. Ach Gott, ich habe richtig schon was. Kein Ziel. Das ist auch ein Ziel. Hallo. Mist. Jo. Vielleicht sollte sie nochmal. Achso, sie darf gar nicht mehr einen Zaubertrank schlürfen. Ja, brauchen wir nicht. Mir egal. Oh, das. Das machen wir. Ey, die gehen alle auf Heidi. Das ist total blöd. Lassen Sie sofort meine Leute in Ruhe. So, Fischleute.
Okay, wir können... Nee, der ist mir egal. Den will ich. Jetzt kriege ich wieder einen. Zwei kriege ich jetzt mit. Wie jetzt kritischer Fehlschlag, ey. Was ist mit dem... Was ist mit ihm los? Okay, er kann einfach gar nichts. Er ist einfach super schlecht. So. Bestimmten Zauber. Wo kommt sie denn, wenn ich mit ihr... Ihr laufe, sie muss ja komplett außen rum. Man kriegt dabei, wie viel kriegt sie dabei mit? Drei? Ja. Scheiße. Sie könnte sich unsichtbar machen. Und dann da so hin. Oder sie. Was kostet mich der Feuerpfeil? 25%. Nee. Was ist mit das? Was habe ich jetzt gemacht? Also? 49%. 17. Ich kann sogar auf Stufe 3 gehen. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht treffen. Ah, ja? Oh, es war so klar. Shit. So. Jetzt ist Heidi dran. Er hat nicht mehr so viel, der hat 17. Ne, ach, sie ist erstmal dran. Ja, das ist ja noch viel besser. So. Warum sind die jetzt immer noch pisst? Ich hab doch niemanden umgebracht. Muss ich noch irgendwas anderes zerstören? Ein Totem oder irgendwas? Oder muss ich ihn looten? Hat er irgendwas? Nein, ich wollte das werfen. Ja, das hätte ich mir ja alles sparen können. Ich hatte sogar eine deutlich bessere Ausgangsposition, weil ich halt mich jetzt natürlich versucht habe, so zu positionieren, dass ich denen nicht schade. Ach. Ja, blöd. Ja, das ist natürlich jetzt Mist. Natürlich jetzt Mist. Sie hat ja gerade ein massives Problem.
Typen beleidigt. Wo sind denn die ganzen Tränke? Ich hatte doch so... Wo war der Sack mit den... Das sind alles nur... Habe ich so eine irgendwie so eine Explosionsflasche? Da. Verängstigt, bedroht. Worin sehe ich denn, ob die vorübergehend feindlich sind? Ich kann ja auch nicht mehr mit denen reden oder so. Würde da stehen. Tja, ich weiß nicht, ob ich jetzt... Wenn ich jetzt rausgehe und dann wieder reingehe... Okay. Dann habe ich es wohl verkackt. So ist es jetzt halt. Dann habe ich die falsche Lösung gefunden. Aber dann muss ich jetzt damit leben. Dann würde ich jetzt gerne... Wo sind meine ganzen... Ja, ich habe die falschen Gesprächsoptionen dann gewählt. So ist es halt. Das ist okay, damit kann ich leben. Wo sind meine... Gibt's doch nicht. Wo sind die Zaubertränke? Ich habe doch Heiltränke, oder nicht? Wo sind meine ganzen Heiltränke? Die muss ich heilen. Heilkabel hat nichts mehr. Hallo? Nur so klein. Ich hatte auch große. Ah ne, warte mal. Da. Da ist ein großer. Da. Getränk. Bleibt hier nichts anderes übrig. Zwei davon sibbeln. Ach, mehr darf ich nicht. Na gut. Dann mache ich jetzt Ignitz. Was soll ich machen? Ach, hör auf. Wirklich? Wirklich, wirklich. Von Heidi-Kabel in Ruhe. Sonst bekommen sie nichts tun. Ja, die können ja auch nichts. Die sind ja auch voll. Guckt euch mal diese Fischis an. Von wegen. So, jetzt mache ich hier, räume ich hier. Jetzt bin ich auch ein bisschen sauer. Ich habe denen ja wirklich alle Chancen der Welt gegeben. So, ihr wolltet es so. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Er trifft auch gar nichts. Oh, das nehme ich zurück. Mehr kann er nicht machen. Ja. Sie macht mal hier. Was halten wir denn davon? Gilt das auch für mich?
Ja, ich nehme selber auch Schaden, oder? Ist das Friendly Fire? Oder ist das nicht Friendly Fire? Hilfe, Hilfe, ich benötige sofort Informationen. Ich glaube, der hat Friendly Fire, oder? Friendly Fire, das können wir das nicht machen. Dann geht das nicht. Bitte sofort. Hallo? Hallo, hallo? Sofort nicht mehr machen, bitte. Das ist dann blöd. Der muss was anderes machen. Hier, wie ist das denn? Schutzgeister. Schutzgeister. Den hier. So, Schutzgeister ist nämlich sehr, sehr gut. Und... was könnte sie denn nochmal machen? Virtuelle Waffe, wobei ich meine, dass sie überhaupt noch brauchen. Ja. Okay, sie kann jetzt hier richtig Riot gehen. Hauen wir ihn mal um. Dankeschön. Kannst du den auch noch umhauen? Ja, sehr gut. Ah, sie ist einfach gut. Sie ist einfach geil. Lass sie nochmal? Nee, aber sie könnte nochmal so einen Knaufschlag probieren. Sehr gut. So, und kann ich jetzt hier nochmal ignizen? So sieht's nämlich aus. Ja! Heidi ist die Beste. Leute, erzählt mir nichts anderes. Heidi ist einfach mit Abstand die allerbeste. Die haben jetzt sogar richtig Angst. Es tut mir auch echt leid um diese verblendeten Fischleute. Aber was soll ich machen? Tschüss. Die sind einfach komplett... Oh, herrlich. Jo, jetzt... Können wir, wenn wir so jung zusammen sind, hier vielleicht nochmal einmal uns heilen lassen von Schattenherz und dann gemeinsam... Treffe ich den da oben? Ja, was macht der Schenkelschuss? 7 bis 14 Schaden. Bin ich noch was Besseres? Feuerfall. 60%. Oh ja, sehr gut. Ah, hervorragend. Der ist richtig geröstet. Okay, dann gehen wir nochmal zu ihr da. Und... ja. Ich wollte eigentlich nochmal eine Heilung machen, wenn jetzt alle nochmal vorbeikommen wollen. Was ist denn mit Heidi? Heidi darf kommen, oder? Ja. Heidi geht nochmal mit. Stellt sich dazu. Und... Scharlach-Karlach. Braucht nicht geheilt werden. Aber sie könnte einmal jetzt... das hier machen. Yes. Hahaha, jetzt geht's wieder allen ein bisschen besser. Und jetzt können wir mal schauen, ob der Elch da oben noch erreichbar ist für einen kleinen Schuss. Für einen kleinen Feuerfall. Ach, schade. Das wäre so schön gewesen. Was? Heidi? Nee, was? Was ist das? Nee. Fliegen? Was? Hä? Sie könnte natürlich hochfliegen, braucht sie aber nicht.
So, ja. Wie weit kommst du? Bis da. Lauf mal bis da. Ah, warte. Komm jetzt aber. Ja, Dulo, sehr schön. Wie viel kommen denn noch? Das war es ja noch nicht. Wo sind denn noch Fischfreunde? Da ist noch einer. Ja gut. Pff, von da ganz hinten. Komplett lächerlich. Schattenherz, kann sie nochmal? Ne, die multiple Heilung hier, es geht leider nicht. Hat sie eine Reichweite für einen amtlichen... Ne, da hinten treffen wir doch niemanden, oder? Das ist doch viel zu weit weg. Was hat er denn überhaupt für eine absurde Reichweite? Hallo? Von hier vielleicht? Nee, wir gehen jetzt alle gemeinsam da hoch. Sie könnte sogar spurten, ne? Und da ist der alte Fisch. Und dann krieg ich halt einen ab, ist mir nur egal. Dann machen wir den im nächsten, machen wir den fertig. So, er kann... sich sogar da. Und jetzt kann er sogar noch ein bisschen laufen. Darf er leider nicht. Wir müssen im, aber hier Feuerfall geht doch. Komm jetzt. Das ist doch ein Fisch, die brennen doch einfach wie Sau. Fische brennen wie Sau. Darf ich noch einmal hauen? Na bitte. Haben wir es doch, oder? Ja, dann können wir jetzt, glaube ich, ganz in Frieden looten. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen beleidigt, dass das nicht in meinem Sinne geklappt hat, dass ich die armen Fischis gerettet habe, aber... so ist es halt. Kann nicht alle retten, ne? Perle, Muschel, Schale. Oh, Gold. Goldbarren. Diese Pilzi ist nämlich auch mal mit. Hier oben ist, glaube ich, nichts mehr. Ein Geheimnis. Kann man da runterspringen auf die Pilze? Nö, ich glaube da, oder? Nee. Gut, dann nimmst du dir mal diese Trompete noch. Eines Tages werden die uns sicherlich helfen. Was ist denn hier? Warte, da kommen wir. Aber auch von der anderen Seite hin, glaube ich. Ja, was ist hier so? Okay. Dann alle Fischmenschen einmal looten. Was ist das? Versteinerte Muschel. Alles mal ans Lager senden. Das ist sehr gut, dass man das direkt machen kann. Ehrlich gesagt, glaube ich, ich brauche nichts davon jemals. Ich mache das und es ist eigentlich völliger Quatsch. Aber so ein Meeresschneckengehäuse will ich haben. Achso, den haben wir schon. Einfach, ich finde die schön. Vielleicht kann ich mir die irgendwo ins Lager legen. Oh, Sichel von Bual.
Die ist selten. Zangen braucht man auch nicht, oder? Ich will nur die. Der Rest ist mir egal. Guck mal hier, Muschel und... Boah, brauche ich das dekorieren. Das ist Dekoration. Und Andenken an meine Reisen. Ist ja noch super viel. Hier geht's nochmal rauf. Er hier noch? Ja, aber ja klar. Was haben wir hier auf der Seite? Ah, hier sind noch so Explosionsdinger. Geht es da irgendwo noch weiter? Von der anderen Seite? Rauf? Irgendwas? Hier kann ich ja rüberspringen und dann kann ich da rüberspringen. Oh, ist da irgendwas? Ich kann hier auf diesen Pilz, dann auf diesen Pilz. Ist da eine Kiste? Da ist eine Kiste! Hahaha! Man muss immer gut gucken, ne? Jetzt ballern wir aber schön da die Explosionsdinger weg. So. Und weg dann mit dem Zeug. Das eine vergoldete. Oh, guck mal hier, die wollten mich veräppeln da. Komm ich da ran? Nee. Fuck. Jetzt müsste ich mich eigentlich teleportieren können. Das wäre mal gut. Ich glaube, ich kann da nicht rüberspringen, oder? Das scheint mir ein bisschen weit. Vielleicht kann Karlach das. Ich glaube, die hat den besten Sprung. Oder? Warte mal. Kann die darüber springen? Ja. Dann erstmal. So, die sollen mal schön da bleiben. Springen wir darüber? Dann habe ich irgendwas zu schießen? Ja, so ein Pfeilchen da drauf. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir aber ihn hier auch noch. Ich glaube nämlich, dass die das sonst nicht aufkriegt. Och komm. Er kann ja gar nichts. Ja, ich glaube, sie kriegt die Truhe nicht auf. Oder? Oh, irgendwas ist hier. Hat sie ein Dietrich-Set? Kann sie das überhaupt? Kann ich die in die Hand nehmen, die Truhe? Oh, ich kann sie einfach aufheben. Ja, lol. Was ist hier? Irgendwas ist hier. Der mächtige Herr. So, zurück. Dann gibt sie die Truhe mal an Astarion. War die das hier? Ich glaube, oder? Öffnen. Knallen. Gar kein Problem. Was? Stark überladen? Das ist ein Malus? Nö. Nein. Ich wollte gerade sagen. So, was haben wir denn?
In der Kiste. Was? Haben wir jetzt schon gesehen, was da drin ist? Ah. Oh, guck mal hier, ein glitschiges Kettenhemd. Ist jetzt nicht besonders geil, oder? Aber Gold. Das Gold geht zu unserer Schatzmeisterin. Sie ist die Einzige, die das braucht. Ernsthaft, was habe ich jetzt darüber geschickt? So, und das ist hier whatever. Wer kann das tragen? Haben wir noch was anderes? Öffnen. Das war's, glaube ich, ne? Ja. Das war's. All's well that ends. Not as bad as it could have. Dann. Tschuh. Alles klar. Have to keep going. Ja, da muss man immer wachsam sein hier. Immer gut gucken. Hier unten ist auch noch so ein großer. Oh, guck mal hier. Eine geheimnisvolle Lichtung, so eine Gollum-Lichtung. Bin mir nicht sicher, ob das hier schon vorbei ist. Da ist noch eine. Nee. Eine Kiste. Aber irgendwas wird hier noch sein, oder? Da kamen wir her. Dazu Lied. Lazu Lied. Was? Was wo? Hier? Wo hast du es gesehen? Karlach. Ne, da. Flaschenpost. Oh, Vater! Entschuldige, dass ich nicht mehr geschrieben habe. Uns ist unterwegs das Papier ausgegangen. Dies hier habe ich von den Druiden. Vielleicht sind sie deswegen so wütend auf uns. Ich hoffe, der Brief erreicht dich. Zephlor sagt, du hättest dich verirrt und unser altes Haus sei fort. Aber in einem Buch hieß es einmal, alle Flüsse fänden ihren Weg in den Styx. Wenn du den Brief erhältst, schreibst du mir nach Baldur's Tor oder kommst du mich besuchen? Ich schreibe wieder, wenn ich mehr Papier finde. Donny. Interessant. Verrottender Korb brauchen wir nicht. Holzfass. Sie stelle ich überhaupt keine Ahnung, ich will ihn einfach haben. Labuzilla Suli. Oh, Erdhaufen. Und? Oh, guck mal hier. Fisch. Blechtasse, Muscheltasche, Flasche. Das brauchen wir nicht. War jetzt nicht der reichhaltigste Schatz. Hier kann man vielleicht auch noch hochspringen. Dann nah rüber, aber ich glaube, es ist auch nicht auf jedem Pilz. Irgendein Geheimnis. Aber hier könnte man auf jeden Fall rauf. Weiß ich nicht, was da oben ist. Wir gehen erstmal auf die Lichtung. Was haben wir hier? Überall die Quatsch rum. Hier hat der richtig gesoffen, der Typ, oder? Diese Fee. Ey, nicht ins Wasser, Stiefel. Das ist gefährlich. So. Ey. Springen wir mal da. Ach komm. Wie jetzt? Achso, vielleicht darf ich da einfach nicht rauf. Das ist ja auch hilfreich. Dann weiß ich, dass ich da nicht kommen muss, oder? Ja, da komme ich nicht rauf, glaube ich. Ja, vielleicht haben wir jetzt hier alles an diesem Ort. Achso, man sieht ja hier auch anhand der
Linien, wo man hinkommt und wo nicht. Dann. Da geht's raus. Da sind wir rübergesprungen. Ich glaube, dann haben wir hier alles. Sieht so aus. Ich glaube, wir haben alles. Dann können wir wieder weglaufen. Und hier dann die Dinger rauf. Ja, schade. Schade, schade. Aber hey, ich habe es probiert, ich habe mir Mühe gegeben und die Fischmenschen wollten es nicht anders. Es ist einfach so. Ich hätte sie komplett am Leben gelassen. Und das haben die sich selber zuzuschreiben und ich nehme das nicht auf meine Kappe. Ist einfach so. Jetzt muss ich hier irgendwie wieder rüber. Jump. Jump. So. Haben wir das auch. Und ich finde, das ist eine sehr gute, sehr guter Zeitpunkt, um an der Stelle Pause zu machen. Hey, wir haben eine Menge erreicht. Wir haben Baldur's Gate wieder gespielt. Wie cool ist das denn? Ich liebe dieses Spiel. Es ist ein großartiges Spiel. Diese Folge kommt auf Nils Extended, dem neuen, neueren YouTube-Kanal. Und alles, was wir in Zukunft mit Baldur's Gate machen, wird da auch landen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, schaut das da. Wenn ihr Baldur's Gate alle bisherigen Folgen nachholen wollt, sind die auf dem Hauptkanal noch, die ersten 24 Folgen. Dann war ein Jahr Break und dann war jetzt heute. So, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.